Hallo, da sind wir wieder, Markus Duscher und Ingrid Zirners. Wir bringen heute unseren ersten Beitrag, was Sie für gut durch den Tag machen können. Eine Bewegungsübung. Wir beginnen sozusagen oben bei den Schultern und beim Nacken und arbeiten uns heute durch von oben bis am Ende nächster Woche bis ganz unten. Meine Kollegin, die Ingrid, ist sozusagen mein Testmodel und ich werde Ihnen die Übungen ansagen. Ich bin die, die durchtrainiert werden soll. Okay, gut. Liebe Ingrid, wir beginnen. Aha. So. Ich bin bereit. Du bist bereit. Wir stellen uns hüftbreit hin, die Knie locker. Also, und du fängst ein bisschen an zu wippen. Genau, auslockern, Schultern. Genau, dass wir uns ein bisschen aufwärmen, gehen am Stand. Ja, okay. Ein bisschen die Hände schütteln. Okay. Dann beginnen wir. Stell dich hüftbreit hin. Die Knie sind nicht durchgedrückt, sondern lockerer Stand. Die Augen lassen wir ein bisschen runterklappen und nicht ganz zumachen, dass wir so ein bisschen nach innen schauen. Schauen, wie der Stand ist am Boden und gut stehen. Auch nochmal schauen. Schultern, Nacken, da mal hinspüren. Okay. Und dann geben wir beide Hände hinten an den Rücken. Genau. Wir geben es runter, genau. So, wunderbar. Und legen den Kopf nach links und ziehen mit der rechten Schulter nach unten, dass ein Zug im Nacken stattfindet. Wir halten das 20 bis 30 Sekunden. Und vergessen nicht das Atmen. Okay, lösen uns langsam wieder aus der Übung. Die Hände bleiben noch hinten. Wir kommen wieder zur Mitte und machen das Ganze auf die andere Seite. Legen den Kopf dann auf die linke Schulter. Und Zug geht von der linken, vom linken Arm runter, dass wir sozusagen die Schulter nach unten hinten ziehen. Und wir lösen uns wieder. Falls es ein bisschen anstrengend war, auslocken. Genau, die Ingrid macht es sehr gut. So. Dann bleiben wir wieder im Stand, drehen den Kopf nach rechts, nehmen die Augen mit, so ganz nach hinten, und die Augen gehen so weit nach hinten, mit nach rechts, dass man sozusagen einen Punkt hinten fixiert und hält diese Stellung dann auch wieder für 30 Sekunden. Im Nackenbereich und im hinteren Nacken soll ein Zug entstehen. Keine Schmerzen, falls Sie Schmerzen haben, geben Sie den Druck ein bisschen nach, nur dass ein Zug entsteht. Ja? Und wie das Atmen nicht vergessen, das kann man ruhig sehen, tiefe, langsame Atmung. Und wir lösen wieder, kommen wieder mit dem Kinn zur Mitte und gehen auf die andere Seite. Und wieder wichtig ist, mit den Augen nachgehen, dass man sozusagen die Augen so weit noch, dass man nach links schaut, so weit es möglich ist. Und dann einen Punkt fixiert. Das ist meine schärfere Seite. Ja, das sieht man auch, dass es zwei unterschiedliche Seiten gibt, die unterschiedlich gut gedehnt sind. Auf das auch gut schauen. Wunderbar, und dann wieder lösen. Also wichtig ist 20 bis 30 Sekunden. Okay, wir kommen zur nächsten Übung, die nur mehr mit dem Nacken passiert. Wir legen den Kopf und das Kinn sozusagen an die Brust und drehen wieder den Kopf an der Brust, also das Kinn schleift sozusagen an der Brust nach links oder nach rechts, wie man will, genau. Ja, genau. Und bleibt unten. Und fixiert sozusagen einen Punkt am Boden
und schaut, dass der Zug im Nacken bleibt. Spürig, ist da. Ja, wunderbar. Und wichtig auch, die Hände gehen, sind locker zum Boden, die Knie sind auch nicht durchgedrückt, sondern nicht eingerastet, sondern so leicht, dass die Knie gebeugt sind. Okay. Und wir lösen uns wieder aus dieser Dehnung. Der Atem fließt und wir gehen in die andere Richtung. Wunderbar. Wichtig ist, das Kinn bleibt an der Brust oder so nah wie möglich an der Brust, weil wir da eine andere Muskelgruppe sozusagen dehnen. Wunderbar, noch 5 Sekunden halten, atmen nicht vergessen und wir lösen uns wieder. Gut, kurzes Ausschütteln. Wir nehmen jetzt die rechte Hand, knicken sie ab, genau die Handflächen schauen sozusagen zu Ihnen oder zu meiner Kollegin und die rechte Hand legen wir in den Winkel rein, dann strecken sie aus, genau, und schauen dann, wie die Dehnung ist. Sofern wir mehr Dehnung brauchen, heben wir die rechte Hand nach oben und ziehen sozusagen an der Schulter entlang. Genau sozusagen, dass es eine Parallele zwischen Schultern und Arm, Oberarm gibt. Wunderbar, die Ingrid macht das sehr gut. Wichtig, wieder halten. Und falls die Ingrid noch mehr Zug braucht, zieht sie noch ein bisschen höher, genau. Und, genau, und ein bisschen den Arm da ausstrecken. Wunderbar. Und es wieder für 20 bis 30 Sekunden halten. So ist die Dehnung am effektivsten. Alles, was weniger ist, bringt kaum was, was mehr ist auch nicht. Dann lösen wir uns wieder langsam und machen das Ganze auf die andere Seite. Genau, kurzes Auslockern. Also immer dazwischen so eine Pause, ein paar Atemzüge. Es ist nicht anstrengend, aber effektiv fürs Dehnen. Wichtig ist ja, so wenn man gedehnt ist, hat man auch sozusagen mehr Raum in sich, mehr Flexibilität. Okay, und wieder wichtig ist Atmung, dass man auch mal schauen, wie ist man in der Hüfte, wie schauen die Knie aus, wenn man Dehnung oben hat. Genau, dass man nicht alles durchgedrückt hat. Wunderbar. Und dann lösen wir uns wieder. Okay, und jetzt kommen wir zur letzten Übung. Jetzt hat es ein bisschen, es war ein unscharfes Bild, tut mir leid. Genau, die Ingrid hat schon, dreht sich mal um, gibt die Hand, die rechte Hand dreht sie nach oben, genau, die linke Hand baumt runter. Und genau, man versucht sozusagen, dass die Hand genauso gerade ist. So eine Dehnung, genau, vielleicht die Finger müssen nicht gespreizt sein, wunderbar. Und das halten wir jetzt wieder für 20 bis 30 Sekunden, diese Dehnung. Und schauen Sie einfach, was geht. Wenn Sie jetzt nicht gleich so flexibel sind wie meine Kollegin, dann können Sie auch weiter unter ansetzen oder die Hand dreht nicht nach oben, sondern schaut sozusagen Richtung andere Hand, genau. Also ich drehe sie mal hin, so können Sie es auch machen. Aber gut wäre es, wenn Sie so nach oben schauen. Okay, dann lösen Sie wieder und nehmen die andere Hand. Genau, dehnen. Und immer wieder schauen, dass Sie können auch so ein bisschen nachjustieren, wenn die Dehnung dann zu wenig ist, dass man nur mit den Händen mehr rauf geht, genau. Genau, dass sozusagen noch mehr Spannung in die Schulter kommt oder Dehnung. Okay, noch 5 Sekunden und dann wieder lösen. Gut, vielen Dank Ingrid und alles Gute beim Üben und bis morgen. Wieder schauen. Viel Spaß dabei, wieder schauen.